Hallo, schön, dass du heute hier bist. Das ist mein Dankeschön an dich. Das ist dein New Social Dynamics Weihnachtsgeschenk. So, was ist es? Tada! Heute gibt es für dich hier eine Hypnose-Session. Und zwar eine Hypnose zum Thema Lebensfreude und Liebe. Das heißt, ich werde gleich in wenigen Minuten mit der Hypnose beginnen. Wenn du dir die Hypnose jetzt anhören möchtest, dann such dir bitte einen bequemen, ruhigen Platz. Auf keinen Fall hör die Hypnose, während du mit dem Auto fährst oder ein Kraftfahrzeug lenkst oder irgendwelche Maschinen bedienst, okay? Also such dir einen gemütlichen Platz. Sorge dafür, dass du für 30 Minuten ungestört bist. Und dann können wir mit der Hypnose beginnen. Und Liebe und Lebensfreude ist etwas, was sich jeder Mensch wünscht, oder? Wäre es nicht wunderschön, wenn ich Lebensfreude einfach so anschalten könnte? Einfach so. Und ich könnte diesen Zustand jederzeit wieder hervorholen und könnte einfach glücklich sein. Und wie viel mehr könnte ich mein Leben genießen, wenn das möglich wäre? Wie viel mehr Erfolg hätte ich im Beruf, wenn ich mit einer positiven, lebensfrohen Einstellung hineingehen würde? Wie würden sich meine Beziehungen verändern? Welche Auswirkungen hätte das auf mein Essverhalten und in weiterer Folge auf meine Figur und mein Aussehen? Lebensfreude und Liebe ist die Essenz. Ich sage immer, das ist auch die Essenz meiner Meinung nach für Erfolg. Ich glaube, dass Erfolg ohne Lebensfreude und ohne Liebe bei dem, was man tut, eigentlich kein richtiger Erfolg ist, sondern verschwendete Zeit. Am Ende des Lebens wird kein Mensch zurückschauen und wird sagen, oh, hätte ich doch mehr gearbeitet oder hätte ich doch, keine Ahnung, noch die 100 Überstunden dazu gemacht oder hätte ich mir doch ein größeres Auto gekauft, sondern am Ende deines Lebens, wenn du im Sterben liegst, wirst du so Dinge sagen wie, hätte ich doch mehr geliebt, hätte ich mehr gelacht, hätte ich mehr Spaß gehabt, hätte ich das Leben mehr genossen. Aber wir können ja gleich damit beginnen, das Leben zu genießen. Jetzt, sofort. Warst du schon einmal in einer Hypnose, bevor wir damit beginnen? Wenn ja, sehr gut, dann weißt du ganz genau, wie einfach es ist, sich zu entspannen und einfach tief hinunterzugehen. Wenn nicht, dann eine kurze wichtige Info. Wir unterscheiden zwischen zwei Teilen, dem bewussten und dem unterbewussten Verstand. Und der bewusste Verstand dient als eine Art Wächter. Das heißt, der bewusste Verstand, der wird die ganze Zeit präsent sein und da sein und wird möglicherweise manche Dinge kommentieren oder anfangen zu reden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht sagt er auch so Dinge wie, das kann ich jetzt nicht oder mir fällt etwas nicht ein, ich kann mich jetzt nicht an etwas erinnern. Das ist ganz egal, lass ihn einfach reden. Und tu immer so, als ob du es könntest, denn das kann man immer. Und dieser bewusste Verstand ist ganz wichtig, denn er bewahrt dich davor, er beschützt dich davor, dass alles okay ist. Das heißt, er achtet auch darauf, dass nur Dinge in dein Unterbewusstsein kommen, die du auch erlaubst, die für dich okay sind. Und er achtet auch darauf, dass in deinem Umfeld alles in Ordnung ist. Das heißt, sollte dir, keine Ahnung, zu kalt werden oder zu heiß werden, dann wird dein bewusster Verstand dafür sorgen, dass du aufstehst und die Temperatur regelst oder dafür sorgst, dass deinem Körper gut geht. Also, dein bewusster Verstand beschützt dich und dein Unterbewusstsein macht sich auf eine weite Reise. Eine Reise weit hinaus in dein Innerstes. Und wird sich auch eine Entdeckungsreise machen. Das Unterbewusstsein ist riesig. Das Unterbewusstsein ist im Vergleich zum bewussten Verstand so groß wie ein Fußballfeld im Vergleich zu einer Briefmarke. Und das Unterbewusstsein ist dafür verantwortlich, dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Im Unterbewusstsein sind auch viele Muster gespeichert. Und im Unterbewusstsein sind alle Emotionen und Erfahrungen gespeichert, die du hier gemacht hast. Das heißt, man kann sie von dort sehr einfach abrufen. Genau das werden wir machen. Also nimm jetzt eine bequeme Position ein, wenn du sie nicht eh schon hast. Und beachte deine Atmung und beobachte, wie sie langsam ein- und ausfließt. Und bei jedem Ausatmen möchte ich, dass du dich einfach noch mehr entspannst. Mehr entspannst und deine Augen schließt. Und ich möchte, dass du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Augen gehst.
ganz besonders zu den vielen kleinen Muskeln und Nerven in und um deine Augen. Und spür hin und bemerke, wie diese Muskeln jetzt eine ganz bestimmte Schwere bekommen. Eine Schwere, die deine Augenlider so schwer werden lässt, so schwer und entspannt, dass du sie einfach nicht mehr aufmachen möchtest. So schwer wie kurz vor dem Einschlafen, angenehm entspannt. Selbst wenn du es versuchen würdest, sie würden einfach geschlossen bleiben, sie haben keine Lust. Und lass diese Schwere nun ausbreiten weiter über dein ganzes Gesicht, über deine Wangen, deine Stirn, tiefer entspannt. Und mit jedem Mal ausatmen, geh noch tiefer hinunter, hinunter, tiefer entspannt. Und bemerke, wie sich diese Schwere ausbreitet über dein ganzes Gesicht, jeder Muskel, jeder Nerv. So entspannt, dass sie sich einfach nicht mehr bewegen wollen. Die Lippen und der Mund weich und vollkommen entspannt. Kiefermuskulatur, Kinn tiefer entspannt. Es fühlt sich fast so an, als ob ein weißes, warmes, angenehmes, hellendes, strahlendes Licht durch deine Muskeln und Fasern fließen würde, durch dein ganzes Gesicht. Jede einzelne Zelle vollkommen entspannt und überall, wo dieses Licht hinfließt, entspannen sich die Zellen. Und unsere Zellen schwingen auf einer ganz bestimmten Frequenz, das weiß ich, weil ich Physik studiert habe. Und diese Frequenz kann ein wenig verlangsamt werden auf eine Frequenz, die vollkommener Entspannung entspricht. Und lass dieses Licht nun weiter fließen durch dein ganzes Gesicht, deine ganze Kopfhaut bis hinunter in den Nacken und in den Hals, vollkommen entspannt. Und diese Entspannung kann sich weiter ausbreiten. In deine Schultern, links und rechts, gleichzeitig tiefer entspannt. Jeder Muskel, jede Zelle, jede Faser deines Körpers, vollkommen entspannt. Entspannt und bereit, auf eine angenehme, erholsame Reise zu gehen. Und lass diese Entspannung nun weiter fließen durch deine Oberarme, in die Ellenbogen, tiefer entspannt. Ein weißes, angenehm, warmes, strahlendes, heilendes Licht fließt durch deine Muskeln, all deine Zellen, tiefer hinunter. Durch deine Unterarme, in deine Hände und in alle 10 Finger gleichzeitig jetzt tiefer entspannt. Mit jedem Mal ausatmen, geh noch tiefer hinunter und spüre, wie angenehm die Erdanziehungskraft ein wenig an deinem Körper zieht, sodass sich jeder Muskel jetzt in eine angenehme, perfekte Position bringen kann. Vollkommen entspannt, tiefer hinunter. Und lass diese Entspannung nun weiterfließen durch deinen Brustkorb, deinen Oberkörper, tiefer hinunter, in den Bauchraum, in alle Organe. Lass jedes Organ erfüllt werden mit dem weißen, strahlenden, heilenden, angenehm warmen Licht, dass jede Zelle, die davon berührt wird, vollkommen entspannt, tiefer entspannt. Sodass dein ganzer Oberkörper, dein Rücken, dein Bauch, der ganze Bauchraum und jedes Organ vollkommen erfüllt ist mit diesem Licht. Vollkommen entspannt. Entspannt und angenehm glücklich. Entspannt und frei. Und lass es weiterfließen in deinen Unterkörper und in deine Oberschenkel. In beide gleichzeitig jetzt. Und in beide Knie, beide Unterschenkel tiefer hinunter. Und nun hinunter in deine Füße und in alle 10 Zehen gleichzeitig jetzt. Jede Zelle, jede Faser, jeder Muskel deines Körpers so tief entspannt, dass er sich einfach nicht mehr bewegen will.
und spüre nun, wie all deine Zellen erfüllt sind von diesem weißen, warmen, angenehmen, heilenden Licht. Ein Licht, das deine Zellen dazu bringt, auf einer ganz bestimmten Frequenz zu schwingen. Eine Frequenz, die dazu führt, dass diese Zellen noch tiefer entspannt sind, entspannt und heilen können und frei sind. Jetzt, so ist es gut. Und während sich dein Körper vollständig entspannt, kann sich auch beginnen, dein Geist zu entspannen. Und ich möchte, dass du jetzt innerlich beginnst, von 100 abwärts zu zählen. 100 tiefer entspannt. 99 tiefer entspannt. Und während du in deinem Inneren weiterzählst, bemerkst du, dass du mit jeder Zahl, die du hinunterzählst, noch tiefer entspannst. Jede Zahl entspannt dich doppelt so viel. 90 tiefer entspannt. Und dein Geist lässt los und entspannt sich mit jeder Zahl immer mehr und mehr. Und du bemerkst, dass du, während du hinunterzählst und dein Körper vollkommen tief entspannt ist, du beginnst dich auf eine Reise zu machen. Und du kannst beginnen zu fliegen in deiner Erinnerung. Und erinnere dich jetzt an einen Moment in deinem Leben, an dem du voller Lebensfreude warst. Was war der Moment in deinem Leben, an dem du so vollkommen glücklich warst, so vollkommen erfüllt, voller Freude? Freude, wo du aus ganzem Herzen vielleicht gelacht hast, gestrahlt hast. Dieser Moment, wo du vollkommen in deinem Körper warst, wo du gespürt hast, ja, genau das ist es. Genau das ist es, diese Lebensfreude. Das ist lebendig sein. Und wenn dir nicht sofort etwas einfällt, dann tu so als ob und nimm das erstbeste Ereignis, das dir dein Unterbewusstsein bringt. Und erinnere dich jetzt an diese Lebensfreude. Und geh zurück in den Körper, in dem du damals warst. Schlüpf in diesen Körper und spür ihn. Wie fühlt sich dein Körper von damals an? Spür ihn. Und was kannst du sehen? Schau durch deine Augen. So wie damals. Was kannst du sehen? Was kannst du hören? Hör genau hin. Wer ist bei dir? Welche Gedanken hast du? Wie war deine Körperhaltung? Erinnere dich an dieses Gefühl der Lebensfreude. Vollkommen jetzt. Und lass es mehr werden und immer mehr. Und spüre, wie deine ganzen Zellen beginnen zu schwingen. Auf der Frequenz der Lebensfreude immer mehr und mehr. Mit jedem Mal, wo du das Wort Lebensfreude hörst, wird diese Freude noch stärker und noch mehr. Und lass sie mehr werden. Mehr Lebensfreude jetzt. Und erhöhe jetzt die Schwingung deiner Zellen. Und erinnere dich daran, dass jedes Gefühl in deinem Körper repräsentiert ist durch eine bestimmte Farbe und eine Bewegung. Gefühle zirkulieren in unserem Körper. Und wenn das Gefühl der Lebensfreude jetzt in deinem Körper zirkuliert, welchen Verlauf nimmt es? Beobachte es genau. Wie verläuft es? Und welche Farbe hat es? Und was passiert eigentlich, wenn du es jetzt stärker werden lässt und mehr und weiter ausbreiten lässt auf alle deine Körperzellen, vollkommen erfüllt, voller Lebensfreude, immer mehr und mehr und lass es stärker werden jetzt. So ist es gut, sehr gut. Und bestimmt erinnerst du dich auch an einen Moment in deinem Leben, an dem du voller Liebe warst, voller Liebe. Ein Moment, wo dein ganzer Körper, dein ganzes Wesen, dein ganzes Sein einfach pure Liebe war. Und auch wenn dir nicht sofort ein Moment einfällt, nimm einfach den Erstbesten, der jetzt kommt. Dein Unterbewusstsein weiß ganz genau, was richtig für dich ist. Und erinnere dich an diesen Moment der absoluten Liebe. Liebe. Und ich möchte, dass du jetzt in den Körper gehst, in dem Moment, in dem du so vollkommen erfüllt warst von Liebe. Und spür es in deinem ganzen Körper jetzt, jede einzelne Zelle, jede Faser, vollkommen voller Liebe erfüllt. Und schau und sieh, was du durch deine Augen sehen kannst in dieser Situation. Und höre, was du hören kannst. Und gibt es hier vielleicht einen bestimmten Geruch oder Geschmack?
und spür nochmal genau hin. Und mach die Liebe stärker jetzt. Und du weißt, es ist so einfach, das zu spüren. Man braucht sich nur daran erinnern und wahrnehmen, welchen Verlauf das Gefühl der Liebe in deinem Körper hat. Denn auch dieses Gefühl hat einen ganz bestimmten Verlauf, eine bestimmte Zirkulation. Also schau genau hin, wie verläuft das Gefühl der Liebe in deinem Körper? Und welche Farbe hat es? Genau, so ist es gut. Und jetzt lass es mehr werden und stärker. Und tu einfach so, als ob du es noch größer machen könntest und mehr und schneller zirkulieren lassen könntest in deinem Körper. Und dann tu so, als ob du das Gefühl der Lebensfreude dazuholen könntest. Und die beiden Farben würden sich ein wenig miteinander vermischen und in deinem Körper zirkulieren und immer schneller und schneller. Und lass das Gefühl der Lebensfreude und der Liebe mehr werden, jetzt mehr. Mit jedem Atemzug, mit jeder Sekunde, die vergeht, lass es mehr werden und stärker jetzt. So ist es gut. So ist es gut. Und jetzt lass deinen bewussten Verstand auf eine Suche gehen, während dein Unterbewusstsein dafür sorgt, dass all deine Zellen auf der Frequenz der Liebe und der Lebensfreude schwingen und diese Emotionen durch deinen Körper zirkulieren. Lass deinen bewussten Verstand nun auf die Suche machen. Die Suche gehen nach all den Situationen in deinem Leben, in denen du so richtig glücklich warst. Und lass sie aufpoppen, eine Situation nach der anderen. Und noch eine. Ein Moment mit einer guten Freundin, einem guten Freund. Ein Moment voller Genuss. Ein Moment voller Leidenschaft. Deine schönste Reise. Dein größter Erfolg im Beruf. Was ist etwas, wovon du träumst? Und lass auch all deine Träume kommen, während das Gefühl der Lebensfreude und der Liebe weiter und stärker durch deinen Körper zirkuliert. Lass nun ein Bild entstehen von den Dingen, von denen du träumst. Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Und wenn du es ganz sicher erreichen könntest, womit würdest du jetzt beginnen? Womit würdest du jetzt beginnen? Und erlaube deinem Inneren, dir all diese Träume und Wünsche zu zeigen, während das Gefühl der Liebe und der Lebensfreude immer schneller und immer mehr in deinem Körper zirkuliert. Und nun stell dir vor, du kannst dieses Gefühl der Lebensfreude und der Liebe mitnehmen in dein Leben. Das heißt, du kannst jederzeit, wenn du möchtest, diese Emotionen wieder abrufen. Du brauchst nur daran zu denken, wie sie in deinem Körper zirkulieren. Das ist alles. Und das Wort Lebensfreude löst bei dir sofort ein Lächeln aus und eine Erinnerung an diesen Prozess. Und die Erinnerung an diesen Prozess sorgt dafür, dass diese Gefühle beginnen, in deinem Körper zu zirkulieren. Immer stärker und immer mehr. Und dass dein Unterbewusstsein gleichzeitig all die schönen Momente deines Lebens wieder hervorholt. Und so die Biochemie deines Körpers sich ändert und mehr Glückshormone ausgestoßen werden. Einfach so. Einfach so, in dem Moment, wo du das Wort Lebensfreude hörst und dich daran erinnerst, dass die Liebe und Lebensfreude in deinem Körper zirkuliert. Und wenn du denkst, dass du nicht mehr Liebe und Lebensfreude empfinden kannst, wirst du überrascht sein, wie erfüllt von Liebe und Lebensfreude du morgen früh nach dem Aufwachen sein wirst und an allen kommenden Tagen danach. Denn dieser Prozess wird sich heute Nacht im Schlaf in deinem Inneren wiederholen und verstärken und auch in allen kommenden Nächten, sodass diese Liebe und Lebensfreude ein Teil deiner Selbst wird. Ein Teil, der automatisch ausgelöst wird, einfach so, der ausgelöst wird jedes Mal, wenn du in den Spiegel siehst. Liebe und Lebensfreude, wenn du in den Spiegel siehst, Liebe und Lebensfreude, immer mehr und immer mehr. Was dich dabei unterstützt, deine Ziele zu erreichen, egal ob sie gesundheitlich, beruflich oder privat sind. Und jedes Mal, wenn du deinen Namen hörst, erinnerst du dich daran, dass du Liebe und Lebensfreude bist. Jedes Mal, wenn du deinen Namen hörst, wird die Liebe und Lebensfreude in dir mehr und stärker, sodass du sie abrufen kannst und ausstrahlen wirst. Und das wird dein ganzes Leben beeinflussen. Und es wird immer mehr und immer mehr. So, dass die kommenden Tage, die kommenden Wochen und auch das kommende Jahr für dich zum bisher schönsten Jahr deines Lebens wird. Du wirst die Liebe manifestieren, du wirst Erfolg manifestieren, du wirst Wohlstand auf allen Bereichen manifestieren
und deine Gesundheit wird sich enorm verbessern und du wirst dein Wunschgewicht erreichen und halten. Du wirst dein Wunschgewicht erreichen und halten und du wirst die glücklichste Beziehung führen, die du dir nur vorstellen kannst. Du wirst dich gesund und stark fühlen. Mit Liebe und Lebensfreude. Und während dein Unterbewusstsein all diese Erfahrungen jetzt in dein Inneres integriert und dein Unterbewusstsein liebt es zu lernen, kann dein bewusster Verstand ganz langsam beginnen, wieder hierher zurückzukommen und langsam beginnen aufzuwachen. Und ich werde jetzt von 1 bis 5 zählen. Und wenn ich bei 5 bin, bist du da vollkommen erwacht, erfrischt und munter, kommst hierher zurück und bist glücklicher als je zuvor. 1. Spür eine Welle der Energie durch deinen Körper laufen. 2. All die Erinnerungen integrieren sich jetzt in dein Inneres und du fühlst diese Lebensfreude und diese absolute Gelassenheit in dir. 3. Du spürst deine Hände und deine Füße, deine Arme und Beine wieder erwachen. 4. Du bemerkst, dass dein Körper voller Energie ist. Du bist begeistert, stark, frisch und munter und kommst bei 5 hierher zurück und öffnest deine Augen. Herzlich willkommen zurück. Danke für dein Vertrauen und ich hoffe, du hast diese Reise in dein Inneres genossen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest mit deinen Lieben. Ich wünsche dir all die Liebe und Lebensfreude in deinem Leben, die du dir nur vorstellen kannst und noch mehr. Und ich wünsche dir, dass das Jahr 2013 für dich das bisher beste Jahr deines Lebens wird. Ein Jahr voller Liebe, Lebensfreude, Erfolg und Gesundheit und Lachen. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du hier bist. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und wir hören uns und sehen uns bald wieder. Alles Liebe. Bye, bye. Was born.